da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play fürs Petit. Wir machen heute weiter. Und zwar mit weiteren Rennen. Und zwar eine weitere Offroad-Rennen. Und zwar dieses Offroad-Rennen, was ich eigentlich schon gemacht haben wollte eine ganze Weile. Das uns diese 29.000 bringt. Und die möchte ich ja gerne auch haben irgendwann. Und deswegen fahren wir sie jetzt. Und es heißt Herz aus. Ne, Christy Steak heißt es. Ich weiß nicht, was er macht. Egal, wir machen es trotzdem. Wir nehmen die Kohle einfach mal mit. So, das gute Christmas-Steak wird heute auf den, wird heute gebraten. Das heißt, wir haben noch 6 Sonnenvertreten für uns. Wir wollen die Kohle natürlich komplett mitnehmen. Und dann schauen wir mal, wie viel haben wir denn insgesamt an Gegnern? Wir sind insgesamt zu 11. Ui, okay. Warum haben wir dieses Rennen so heißt, wie es heißt? Man weiß es nicht, aber ist ja dann auch wurscht. Und unser Ziel ist es natürlich, jetzt erstmal nach vorne zu kommen, so weit wie möglich. Jetzt haben wir wieder einen Rundkurs-Rennen. Sieht man ja um den 1 von 3. Und ich finde es gerade ein bisschen cool gemacht, auf jeden Fall dieses Rennen. Und versuchen mal, ob wir es hinkriegen. Und wir gehen jetzt als Führer dann in die zweite Runde. Aber so Donnerla. Kassiert werden wir direkt von der. Wow, Alter, von der guten Dakota angegriffen, überholt. Die uns da komplett aus dem Konzept bringen. Und sind schon wieder nur auf 6. Noch für 6 haben wir mal. Wir haben gerade schon wieder unsere Probleme jetzt hier. Wir überrennen jetzt gerade mit 50 Autos das gleiche den Tabellenletzten. Den letzten. Oder gewinnen wir hier dieses Offroad-Ding und holen sie volle Kohle. Oh, das war durchaus eng, aber wir haben es gelöst. Das ist jetzt mal das Wichtigste. Gut, dann haben wir noch bestimmt, immer eins, oder? Mal gerade, ob wir doch nur ein Offroad-Rennen haben. Hier oben ist noch eins. Santiago heißt es. Dann nehmen wir das mit. Dann nehmen wir das mal mit. Und
Und in der nächsten Folge fahren wir dann wieder mal Fandach drin und das heißt dann ein bisschen Reputationspunkte verdienen. Leveln wahrscheinlich sogar. So, mal gucken, was uns dieses Rennen heute bringt. Und es heißt Santiago. Das habe ich ja schon mal angekündigt. Und ja, dann schauen wir mal. Fahren wir mal ein bisschen. Und ja, auch ist es wieder... Klar, gewinnen. Und auch mal wieder die gute Nelly dabei. Und diesmal sind wir nur zu 8 und nicht zu 11 wie eben. Beim Grizzly Steak jetzt sind wir nur zu 8, aber es wird trotzdem nicht einfach werden. Und diesmal ist es ein Sprintbrett. Dann sind wir gerade ein bisschen abseits gewesen. Haben wir eine Tankstelle gefunden. Aber was ist denn heute los mit mir? Ja, jetzt muss ich da wieder hoch, das Ding machen, jetzt bin ich wieder letzter. Alter, was läuft denn heute gerade schief? Die gewinnt das Rennen wieder. Gib mir diese Nelly immer auf den Sack. Jedes Mal hast du die an der Backe kleben. Wegen so einer Scheiße wirst du dann am Ende Dritter. Das hätte ich so gewonnen, das Rennen. Müssen wir doch mal wiederholen. Die hätte ich so weggeblasen, die Rolle. Aber ne. Aber ich musste ja unbedingt da diese scheiße Ecke da runterfallen. Na dann probier es halt mal. Jetzt natürlich jetzt wieder mal ein bisschen aufzuholen, ja.
Was ist denn das da für ein Auto vor mir? Jetzt habe ich mich von dem Typen leiten lassen. Boah, boah. So heißt er nämlich. So, jetzt fahre ich die Strecke regulär. Hier bin ich eben abgestürzt, das heißt, ich muss ja wieder komplett zurückfahren. Ich habe sie mir fast noch alle geholt. Aber diesmal haben sie keine Chance und noch Nelly hat... Auch die gute Nelly hat keine Schnitte. Das mal haben wir dann Gold und nehmen uns die komplette Kohle mit. Nelly sogar noch, war doch zumindest ein Auto kassiert. Nicht alles, aber nicht ein, nur ein Auto. Gut. Dann fahre ich kurz noch das hier, dahin. Holen wir noch das Painting hier. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Okay, kümmert sich hin. Gut. Die Kohle haben wir jetzt angesagt. Das heißt, wir gehen in der nächsten Folge in die Nacht. Und dann fahren wir mal wieder ein bisschen paar Night Events. Und ja. Damit wir ein bisschen Reputationspunkte bekommen und ein bisschen Kohle leveln, weil wir haben ja noch Level, wir müssen ja noch Level Moment, jetzt war jetzt wieder so ein Painting. Ich hoffe, dass ich diesmal reinkomme. Diesmal schon, ja. Oh, an der Kamera. Nicht fast wieder an der Kamera. Und damit wir in der nächsten Folge ein bisschen leveln können vom... Und... Ja. Ich damit weiß, unser Streit war heftig. Aber Anna hat sich immer noch nicht bei mir gemeldet. Und ich ruf sie bestimmt nicht an. Haben wir super. Nehmen wir Speed Quest, der haben wir nicht. Ja, brauchen wir nicht. Gut, dann ist halt so, dann brauchen wir uns gerade nicht jetzt zu tun. So, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's weiter mit Dead Space, Need for Speed Heat und der Nacht.